Mir ist es bewusst geworden, dass es mir nicht gut tut, als ich im Rollstuhl gelandet bin. Mein Name ist Robin, ich bin 26 Jahre alt. Ich hatte Orthorexia nervosa, Binge-Eating und viele Zwangsstörungen, die damit einhergehen. Olá, meu nome é Catarina Cruz, tenho 35 anos e já sofri de compulsão alimentar. Du machst dein Handy auf, vielleicht hast du als Hintergrund ein Motivationsbild von einem Typ mit 8-Pack, machst Instagram auf und da siehst du jetzt einen Profi-Bodybuilder, die das ganze Jahr mit 3, 4, 5% Körperfettanteil rumlaufen. Das triggert halt immer einen, weil es einen daran erinnert, da bist du noch nicht. As mensagens que eu recebia, com as mensagens que os mídias nos davam, né, que eram as pessoas magras com a calça mesmo cá no fundo, cá embaixo, né, com o tronco todo à mostra, Britney Spears, Christina Aguilera, né, essas influências todas, não, eu não tive representatividade para o meu corpo, para o meu tipo de corpo, não é? E vivia numa realidade em que toda a gente, não era só as revistas, era a família também, era o meu círculo de influência, toda a gente me dizia que eu tinha que ter aquele corpo. Só assim é que ia ser feliz. Essen war für mich nichts, was schmecken sollte oder sonstiges. Es war einfach nur ein Mittel zum Zweck. Es musste funktionieren. Also ich werde wach und überlegst, okay, wie viele Kalorien esse ich? Wann? In welchem Timing? Wann trainiere ich? Also dann hast du so 20 Wecker am Tag, wann du wann was isst. Du kannst nicht mehr mit Freunden essen gehen, du kannst nicht mehr ins Kino gehen. Es sei denn, das hast du im Vorfeld im Detail kalkuliert. Eu só me sentia livre para comer quando estava sozinha. Eu nem te consigo explicar bem o que é que comia, porque às vezes tu fazes misturas que nem tem tipo grande lógica. Eu lembro-me de pegar em fatias de queijo e pôr num pratinho, pôr no micro-ondas a derreter. Lembro-me de pôr Nesquik dentro do pão. Du gehst einfach zum Kühlschrank. Du hattest sonst eine perfekt durchgetrackte Ernährung. Hast dir viel verboten und auf einmal siehst du diesen Kühlschrank, da steht ein ganzes Ben & Jerry's und ein Kilo Nudeln vom Vortag. Und auf einmal siehst du dich quasi von außen, wie du den ganzen Kühlschrank aufisst und innerhalb von einer halben bis ganzen Stunde über 7000 bis 10.000 Kalorien isst. Und dann übergibst du dich wieder und dann findest du dich auf dem Klo wieder und denkst so, scheiße, das war ja übelst kacke, das mache ich nie wieder. Und dann bestraft man sich wieder, macht die Ernährung noch strikter und landet nächste Woche wieder drin. Und dann geht's wieder von vorne los. Houve aquele período de bulimia, já vinha ali no meio da compulsão, porque quando eu sentia que tinha comido mais às escondidas, depois tentava compensar o assunto, né? Ia à casa de banho e tentava vomitar. Mir ist es bewusst geworden, dass es mir nicht gut tut, als ich im Rollstuhl gelandet bin. Mehr oder weniger. Ich bin dienstunfähig geworden bei der Bundeswehr. Knochenhautentzündung mit über 20 Haarrissen an beiden Schienbeinen. Ich konnte nicht mal schmerzfrei so den Fuß aufsetzen. Halbes Jahr war ich permanent im Rollstuhl mit diesen Schmerzen. Und man denkt eigentlich nur die ganze Zeit, warum ich? Sollte ich mein Leben beenden oder muss ich jetzt das für den Rest meines Lebens ertragen? Foram muitos momentos em que eu pensei, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. A questão aqui é, que tipo de ajuda? Quem é que te vai ajudar? Porque eu muitas vezes procurei ajuda e recebi humilhação. E envergonharam-me. E disseram-me que eu só ia ser válida se parasse de comer, fechasse a boca. Chegaram-me a dizer até, passaram um mês a pão em água para ver se faziam reset à minha mente e ao meu corpo. Wieder rausgekommen bin ich, nachdem ich irgendwann akzeptiert hatte, dass ich diese Schmerzen habe, aber keinen Bock mehr hatte, liegen zu bleiben. Ich glaube, das ging alles dann relativ fix weg, nachdem mir mein Sporttherapeut überhaupt diesen Weg eröffnet hat. Du kommst dann easy wieder raus. Und das hat mir so einen Stein vom Herzen genommen, und gesagt, oh geil, ich werde wieder laufen können. Ich hatte diese Erfahrungen, entrar num consultório médico. E é mais importante ser humilhada. É mais importante o profissional ficar com a sensação de eu fiz o meu trabalho, porque esta pessoa vai sair daqui e vai começar uma dieta e vai agarrar a sua vida. Não, não, porque eu todas as vezes saí das consultas com vontade de tirar a minha vida. E é graças a mim que eu estou cá, não é graças a esses médicos. Por isso é que me foco tanto no trabalho individual, porque eu acho que nós não vamos conseguir ajuda dos mídias. Nós não vamos conseguir ajuda dos médicos gordofóbicos. Nós não vamos conseguir ajuda da família gordofóbica. Wer bin ich? Was mache ich gerne? Auf mich selbst hören? Was will mein Körper überhaupt? Das verliert man ja komplett in jeder Form von Essstörung. Mittlerweile ist die gesamte Thematik bei mir gar kein Thema mehr, nachdem ich die ganze Thematik studiert habe und mich damit auseinandergesetzt habe. Ich track gar nichts mehr, ich esse nur noch intuitiv. E eu felizmente hoje tenho pessoas que não me julgam quando eu como. Sabes? Então isto também tem sido estranho. Eu poder comer em público e ninguém está a olhar para o meu prato, ninguém me está a julgar.
E eu vou ganhando liberdade. Faço o meu melhor todos os dias. Um dia de cada vez.